Einen guten Tag. Wir möchten Sie ganz herzlich zur heutigen Rede auf der Plattform für Streitreden begrüßen. Wer noch nicht mitgekriegt hat, um was es sich bei der Plattform für Streitreden handelt, dies ist ein Projekt des Instituts für Kunst und Gestaltung der TU Wien im Rahmen von 100 Jahre Frauenstudium an der TU Wien, das wir als künstlerisches Projekt mit den Studenten interpretiert haben und das jetzt einen Monat lang in Kooperation mit Kunst im öffentlichen Raum Wien hier auf der Plattform stattfindet. Heute wird zusätzlich zur Aktivierung der Plattform, der sogenannten Torte, das erste Mal eine Performance von einer anderen Gruppe von Studenten im Anschluss geben. Also bitte hier bleiben, wir freuen uns auf die Premiere der Performance, die ich dann nachher noch genauer ankündigen werde. Heute haben wir zu Gast Anschläge. Das erste und ich glaube auch einzige feministische Magazin in Österreich, vor 35 Jahren gegründet und in Vertretung von Suse Lehrmichel, die leider erkrankt ist, freuen wir uns sehr, Brigitte Teisel begrüßen zu dürfen. Ich lese hier auf der Website nur noch einmal so zur Erinnerung. Vor knapp 35 Jahren gegründet ist das feministische Magazin Anschläge ein beispielloses Projekt in der deutschsprachigen Medienlandschaft. Auch wenn zentrale Forderungen der Frauenbewegung in diesem Zeitraum den medialen Mail und Mainstream erreicht haben, von einer gleichberechtigten Gesellschaft sind wir leider noch weit entfernt. Die Anschläge beleuchten daher das aktuelle politische, gesellschaftliche und kulturelle Geschehen aus einer konsequent feministischen Perspektive. Das Magazin greift außerdem Themen auf, die sonst kaum vorkommen. Wir berichten über sozialen Protest und Politik von unten, schreiben über Körper, Sex und Selbstbestimmung, analysieren die Entwicklungen in der neuen Arbeitswelt, nehmen wissenschaftliche Diskurse kritisch unter die Lupe und porträtieren upcoming female artists aus Kunst und Pop. Aus diesem Anlass möchte ich gleich noch einmal auf das aktuelle Magazin hinweisen. Wer es noch nicht kennt, empfehlenswert zu lesen. Bitte, Brigitte Teisel. Dankeschön. Gut. Journalisten sind ja sowieso die größten Huren auf dem Planeten. Dieser Satz fiel an einem langen Abend in einer Finca auf Ibiza. Die Videodokumentation des besagten Abends im Juli 2017, an dem Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus sich mit einer angeblichen russischen Millionärin über lukrative Investitionen unterhielten, wird am vergangenen Wochenende kaum jemandem in Österreich entgangen sein. Zu sehen sind zwei mittlerweile ehemalige österreichische Spitzenpolitiker der Freiheitlichen Partei, die öffentliche Aufträge für Parteispenden in Aussicht stellen, ihre Verachtung für die vermeintliche Dekadenz des Westens und für politische Gegnerinnen artikulieren, wie Spiegel und Süddeutsche Zeitung berichteten. Über den patriarchalen Geist dieser Regierungskrise schreibt die Politikwissenschaftlerin Gundula Ludwig heute in einem Gastkommentar im Standard. Das Ibiza-Gate führt nicht nur Heinz-Christian Straches Verständnis von Politik und seine Machtmissbrauchsfantasien vor. Es demaskiert auch den Sexismus des rechtspopulistischen Sittengemäldes à la Strache. Johann Gudenus mimt in seiner Pistolenpose den starken militärischen Mann. Straches Kommentare über das Aussehen der Verhandlungspartnerin und die Bezeichnung von Journalistinnen und Journalisten als die größten Huren sind an derben Sexismus kaum zu überbieten. In seinem Verweis, er habe sich prahlerisch wie ein Teenager verhalten, reaktiviert Strache zudem einen weiteren maskulinistischen Erklärungsmodus. Sexistische Männlichkeit wird als akzeptables und normales Verhalten jugendlicher, noch nicht zur Gänze gereifter Männlichkeitsentwicklung dargestellt, schreibt Ludwig über die autoritären Männlichkeitsentwürfe, auf die das türkisblaue rechtspopulistische Projekt aufbaute. Die beiden FPÖ-Politiker legten der angeblichen russischen Millionärin auf Ibiza aber auch nahe, die Hälfte des Verlags der Kronenzeitung zu erwerben. Dort müssten 3-4 Leute abserviert werden und 5 neue hereingeholt, die die FPÖ dann aufbauen würde. Denn wer in Österreich die Kronenzeitung auf seiner Seite hat, dem ist politischer Rückenwind sicher. Mit einer verbreiteten Auflage von rund 750.000 Stück
ist die reichweitenstarke Krone die größte und die einflussreichste Tageszeitung Österreichs. Und ausgerechnet jene Kronenzeitung, in der Journalisten regelmäßig Platz eingeräumt wird für sexistische, für frauenverachtende und rassistische Kommentare und von der selbst Andreas Mölzer, ehemaliger Abgeordneter zum Europäischen Parlament der FPÖ, meint, sie wäre untrennbar mit dem Aufstieg Jörg Haiders und der Freiheitlichen nach 1986 verbunden, ist für die FPÖ-Politiker eine Zeitung, die erst auf Linie gebracht werden muss. Darüber zeigten sich selbst die Redakteurinnen der Kronenzeitung erstaunt und verärgert und druckten bissige Schlagzeilen, mit denen die Freiheitlichen in ihrer Parteigeschichte so wohl noch nie konfrontiert waren. Die Vision, die Strache und Gordenus im dokumentierten Gespräch auf Ibiza vorschwebt, ist eine Medienlandschaft wie in Ungarn. In unserem Nachbarland hat die autoritäre Regierung Viktor Orbáns gemeinsam mit Unternehmen eine Flurbereinigung der Presse durchgeführt. Regierungskritische Medien wurden dort eingestellt oder an Orbán-freundliche Investoren weiterverkauft. Rechtspopulistinnen, die sich quer durch Europa gerne als KämpferInnen für die Meinungsfreiheit inszenieren und wahlweise eine Lücken- oder Lügenpresse beklagen, allen voran auch die AfD in Deutschland, haben mit Pressefreiheit und der liberalen Demokratie tatsächlich wenig am Hut. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen international rutschte Österreich zuletzt um 5 Punkte ab. Österreich drohe unter der türkis-blauen Regierung zunehmend ein autokratisches Polizsystem, mahnte Rubina Möhring, Österreich-Chefin der NGO Reporter ohne Grenzen, am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit. Im internationalen Vergleich steht Österreich einigermaßen gut da, trotz allem. In Österreich werden keine Journalistinnen verfolgt, inhaftiert oder ermordet. Aber Angriffe, vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem ORF, mehrten sich zuletzt. Schon lange dienen kritische und unabhängige Journalistinnen der FPÖ als Feindbild. Die lang herbeigesehnte ORF-Reform, die Abschaffung der Gebührenfinanzierung, kann vorerst nicht vollendet werden. Der Feldzug gegen den unbotmäßigen Journalismus ist aber nicht nur blau. Mit kritischen Fragen hat nicht nur die FPÖ ein Problem. Kurz ist wesentlich vorsichtiger und gewandter und manchmal hat man so das Gefühl, er lässt die FPÖ die Drecksarbeit machen, um weiterhin schöne polierte Fingernägel zu haben, formulierte es Rubina Möhring im Interview. Wenn Sebastian Kurz in den vergangenen Tagen vor die Presse trat, um sich zur aktuellen Regierungskrise zu äußern, waren Fragen der anwesenden JournalistInnen nicht erlaubt. Kurz sendet, rhetorisch geschliffen wie eh und je, seine Botschaft aus und nichts soll diese Inszenierung stören. Gerne suchen sich PolitikerInnen Medien gezielt aus, die zu Interviews geladen werden. Auf den eigenen Social-Media-Kanälen spricht man direkt zu den AnhängerInnen. Angesichts solcher Entwicklungen wird allzu deutlich, welche enorme Bedeutung die Pressefreiheit und ein unabhängiger kritischer Journalismus für eine Demokratie haben. Und es ist schlichtweg ein Dilemma, das Kommentatorinnen zuletzt regelmäßig ausdrücken mussten, um eben diese Bedeutung zu erklären und zu verteidigen. Wenn zentrale Errungenschaften wieder in Frage gestellt werden, gehen Utopien allzu leicht verloren. Feministische Kritik an medienpolitischen Entwicklungen, an Förderstrukturen und konkreter journalistischer Arbeit in den Redaktionen wird schon seit Jahrzehnten formuliert. Ebenso wie Alternativen, die eine möglichst diverse und unabhängige Medienlandschaft sicherstellen. Denn auch abseits rechtspopulistischer Angriffe herrscht in Österreich Handlungsbedarf. Schließlich sind wir hierzulande mit einer fast beispiellosen Medienkonzentration konfrontiert. Alternative Medien werden finanziell ausgehungert. Chefredaktionen sind noch immer überwiegend männlich besetzt. Die Vielfalt der Bevölkerung spiegelt sich keineswegs in den Redaktionen großer Medienhäuser wider. Und auch wenn feministische Bewegungen und Debatten öffentlich so sichtbar und hörbar sind wie noch nie, noch immer sind frauenpolitische Fragen in Nachrichtensendungen Randnotiz, noch immer finden Diskussionssendungen ohne die Beteiligung von Frauen statt, noch immer werden Frauenkörper zusammenhanglos zur Illustrierung genutzt, noch immer setzen Klatschblätter und Frauenzeitschriften auf Diättipps und Selbstoptimierung. Immerhin, an feministischen Bewegungen und ihren Forderungen kommt heute kaum ein Medium noch vorbei. MeToo rüttelte zuletzt Redaktionen rund um den Globus wach,
Sexuelle Gewalt, Grenzüberschreitungen und sexuelle Selbstbestimmungen machten selbst der Boulevard und die Cosmopolitan zum Thema. Darüber hinaus finden Aktivistinnen in den sozialen Medien eine Öffentlichkeit, die ihnen traditionelle Medien oft verwehren. Braucht es angesichts dieser Entwicklungen überhaupt noch alternative Medien? Feministische Magazine wie die Anschläge, die noch dazu als Printmedium an 5000 Abonnentinnen verschickt werden? Ich meine, es braucht sie mehr denn je. Zwar haben feministische Anliegen und Themen heute durchaus Platz in Mainstream-Medien, allerdings oft im Framing neoliberaler Individualisierung, in ambivalenter Mischung mit antifeministischen und sexistischen Positionen oder mit Instrumentalisierung für rassistische Abgrenzung. So formuliert es die feministische Medienwissenschaftlerin Brigitte Geiger in der Jubiläumsausgabe der Anschläge im vergangenen Jahr. Seit 35 Jahren machen die Anschläge Journalismus jenseits des Mainstreams. Ein Jubiläum, das wir im vergangenen Jahr gefeiert haben und das die türkisblaue Regierung leider durchkreuzt hat. 23.000 Euro erhielten die Anschläge nämlich pro Jahr aus dem Fördertopf des Frauenministeriums. Im Sommer wurde diese Förderung gänzlich gestrichen. Nicht nur die Anschläge hat es getroffen. Insgesamt wurde das Förderbudget des Frauenministeriums um 179.000 Euro gekürzt. Nur zum Vergleich, für Polizeipferde gab Innenminister Kickl in diesem Jahr rund 400.000 Euro aus und 250.000 Euro dürfte die Steuerzahlerinnen Außenministerin Kneißls Hochzeitstanz mit Wladimir Putin gekostet haben. Die Liste der betroffenen Organisationen ist insgesamt lang. Der österreichische Frauenring, die Frauenhetz, das Stichwortarchiv, der Clarksverband, One Billion Rising Austria, die Zeitschrift Frauensolidarität, AIP Innsbruck, das Filmfestival Tricky Women, die geschichtswissenschaftliche Zeitschrift LOM, der Verein AÖF, die österreichische Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung. Ihnen allen wurden Fördergelder gekürzt oder sogar gänzlich gestrichen. Wie für so viele andere Organisationen bedeutete der Förderwegfall für die Anschläge Unsicherheit und auch unzählige Überstunden. Seit jeher prekär fehlen Anschläge die notwendigen Ressourcen, um solche Ausfälle ohne weiteres aufzufangen. Nur durch die Förderung der MA57 der Stadt Wien, eine erfolgreiche Abo-Kampagne und sehr viel ehrenamtliches Engagement konnten die Anschläge vor dem Aus bewahrt werden. Unzählige LeserInnen unterstützen die Anschläge, ob finanziell mit einem Abo-Kauf oder ehrenamtlich, und machten die Stärke feministischer, partizipativer Projekte deutlich. Denn die Anschläge haben sich immer schon als Bewegungsmedium verstanden. Wie schon die Frauenbewegungen der Jahrhundertwende schufen sich auch die feministischen Bewegungen der zweiten Welle ihre eigenen Medien. Als Kristallisationspunkte geschlechtskritischer Öffentlichkeiten unterstützen sie Verständigung und Auseinandersetzung nach innen, wie auch die Verbreitung von Ideen und Einflussnahme nach außen, beschreibt es die Medienwissenschaftlerin Brigitte Geiger. Feministische Medien waren also immer schon zentrale Orte der Auseinandersetzung für die Frauen- und Lesbenbewegung bzw. für queer-feministische Initiativen. Österreichische Pionierinnen wie die AUF oder SICK wurden mittlerweile leider eingestellt. Umso wichtiger ist die Arbeit von feministischen Medien wie Anschläge, wie dem deutschen Missy Magazine, den AIP-Informationen oder der Zeitschrift Frauensolidarität, die auch massive Kürzungen hinnehmen musste. Feminismus ist für uns in der Redaktion nicht bloß ein Slogan, der sich auf T-Shirts drucken lässt. Feminismus bedeutet Gesellschaftskritik. Als intersektionales Projekt hat Feminismus immer verschiedene Diskriminierungsachsen im Blick, nicht nur das Geschlecht. Feminismus will das gute Leben für alle und stellt sich klar gegen sämtliche Diskriminierungsformen wie Rassismus, Homofeindlichkeit und Klassismus. Feministischer Journalismus zeigt also Haltung und macht diese Haltung auch transparent. Feministischer Journalismus zeigt vor, dass sich zu jedem Thema eine Expertin finden lässt und nicht auf Experten zurückgegriffen werden muss. Feministischer Journalismus demonstriert, dass eine alternative Politik, die nicht nur auf normschöne Körper setzt, echte Vielfalt abbildet und Identifikationsmöglichkeiten für alle bietet. Feministischer Journalismus verdeutlicht aber auch, dass patriarchale Gewalt keine Frage des Reisepasses ist und die Bekämpfung enormer ökonomischer Ungleichheit gut für alle ist.
Damit steht er auch klar der Agenda der Rechtspopulistinnen entgegen, die auf Hetze und Spaltung, auf Entsolidarisierung, Nationalismus und ein patriarchales Gesellschaftsbild setzen. Klar ist auch, wenn Rechtspopulistinnen sich als Verteidiger von Frauenrechten aufspielen, um rassistische Politik zu legitimieren, dann muss sich Feminismus ohne Umschweife von dieser Umarmung von rechts abgrenzen. Die Kritik der Politik des Backlash ist ebenso zentrale Aufgabe feministischer Medien wie das Aufzeigen von Alternativen, an denen es glücklicherweise nicht mangelt. Die Geschichte feministischer Bewegungen ist ebenso wie die Geschichte feministischer Forschung und Theorie reich an Entwürfen, die Solidarität und Kollektive einer Politik der Ausgrenzung und neoliberaler Selbstoptimierung entgegenstellen. Ob in der Klimabewegung, in der MeToo-Kampagne, der Frauenstreikbewegung oder der internationalen Bewegung gegen Gewalt an Frauen und für den freien Zugang zum Schwangerschaftsabbruch, feministische Bewegungen, die stets auf den Schultern ihrer Vorkämpferinnen stehen, demonstrieren gegenwärtig ihre enorme Schlagkraft, ihren Mut, ihren Willen zur Veränderung, ihre gesellschaftspolitischen Entwürfe. Sie stellen sich der rechten Hetze entgegen. Es gilt darüber nachzudenken, wie eine Politik jenseits von autoritären, maskulinen Narrativen zu einer Überwindung der gegenwärtigen Krise der Demokratie beitragen. So schreibt die Politikwissenschaftlerin Gundula Ludwig, die ich anfangs schon zitiert habe. Und umso wichtiger sind und bleiben feministische Medien. Für kritische Kommentierung, für vertiefende Differenzierung und als Korrektiv und vor allem für Protest und Widerspruch.
Thank you.